Willkommen, liebe Zuschauer. Willkommen zu einem besonderen Spiel. Barcelona gegen Real Madrid. Es ist einer der größten Klassiker im Weltfußball. Es ist die Neuauflage dieser legendären Rivalität. Da freuen wir uns, dass Sie dabei sind. Wir werden dieses Spiel natürlich live für Sie daheim übertragen. Wir, das sind wie gewohnt Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und es ist ja völlig klar, auf dieses Spiel hier warten alle Fußballfans seit Tagen, was sag ich, seit Wochen. Die Erwartungen sind hoch. Alle hoffen auf ein echtes Fußballfest. Es kann losgehen. Kommen wir zur heutigen Aufstellung des FC Barcelona. Marc-André ter Stegen im Tor. Gerard Piqué spielt mit Jules Koundé in der Abwehr. Frenkie de Jong steht zusammen mit Sergio Busquets im Zentrum. Und ihr einziger Angreifer ist Robert Lewandowski. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Thibaut Courtois ist der heutige Torhüter. David Alaba spielt neben Antonio Rüdiger in der Verteidigung. Luka Modric steht mit Toni Kroos im Zentrum. Und der einzige Stürmer wird Karim Benzema sein. Barcelona hat, was die Taktik angeht, natürlich in den letzten 10, 15 Jahren Bahnbrechendes geleistet. Absolut. Speziell die Ära unter Pep Guardiola von 2008 bis 2012. Die ist natürlich unvergessen. Titel ohne Ende. Fußball vom anderen Stern. Das war überragend. So, und jetzt geht's los. Wir sind alle bereit. Real gegen Barca. Da muss man gar nichts mehr zu sagen. Das spricht für sich. Es wird hochklassig. Keine Frage. Da gehen sie entschlossen dazwischen. Und Alaba. Benzema mit dem Ball jetzt. Modric am Ball. Benzema. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Er trifft und damit bringt er sie hier früh in Führung. Da kommt die Wiederholung dieser Szene. Ausgangspunkt ist diese Vorlage. Und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Mühe mehr. Rückstand für Barcelona. Haben Sie sich anders vorgestellt? Mal sehen, wie Sie reagieren. Der Ball ist draußen. Real jetzt mit dem Einwurf. Groß am Ball. Luka Modric jetzt. So, der Pass kommt nicht an. Piqué ist da. De Jong. Das ist Pedri. Jetzt Busquets. Lewandowski. Da ist der Ball hier erstmal weg. Tchouaméni. Am Ball Kroos. Gut gemacht. Mit dieser Grätsche holt er sich den Ball. Zieht einfach mal ab. Den Header. Und damit verhindert er den Doppelpack, zumindest vorerst. Chance natürlich für Real Madrid, die knappe Führung weiter auszubauen bei dieser Ecke. Ball kurz gespielt. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Einwurf für Barcelona, der Ball im Aus.
Pedri. Ein Pass mit viel Auge. Courtois gehalten. Ganz starke Parade. Da ist die Chance. Die Chance lebt noch. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Dembélé! Tor für den FC Barcelona. Ja, der Klassiko macht seinem Namen alle Ehre. Mein Gott, ist das spannend. So einfach kann Fußball sein. Hier sehen wir es nochmal. Langer Ball und dreht das Ding. Effektiv. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Memphis jetzt. Das ist Lewandowski. Nur Memphis. Frenkie de Jong. Robert Lewandowski. Ein Tor nach dem anderen. Doppelschlag jetzt. Oh, was ist das hier für eine Begegnung? Die Entstehung dieses Tors nochmal. Erst das feine Kurzballspiel und dann schlägt Robert Lewandowski aus der Mitteldistanz zu. Ist seine große Stärke. Perfekter Abschluss. Und jetzt muss Real reagieren. Mit dem Tor liegen sie hinten. Die erste Hälfte ist vorbei. Robert Lewandowski kann bislang mit seiner Leistung zufrieden sein. Macht hier ein gutes Spiel. Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion von ihm. So. Vor der Pause lief es noch nicht für Real. Man ist mit einem Tor hinten. Wir gehen wieder rein in dieses Spiel. Sergio Busquets. Der Ballverlust von Pedri. Tchouaméni. Am Ball Kroos. Ball wieder bei Kroos. Pass kommt nicht an. Pedri. Pedri könnte den Konter geben. Dembélé. Sergio Busquets am Ball. Dembélé mit der Chance. Courtois hält, Ball ist noch im Spiel. Sah durchaus nicht ungefährlich aus. Gut geklärt. In der Szene gerade, da hat man es wieder gesehen. Er ist so wichtig für die Mannschaft. Thibaut Courtois verhindert mit dieser tollen Parade den 2-Tore-Rückstand. Der Ball ist weg. Abstoß. Der FC Barcelona mit dem Wechsel. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da lässt er nichts zu. Gut den Ball verteidigt.
Dembélé. Gute Aktion. Das wird Einwurf geben nach diesem Pass, der natürlich etwas zu ungenau war. Wechsel bei Barcelona. Sie gehen dazwischen. Pedri. Karim Benzema. Toni Kroos. Eden Hazard. Tchouaméni. Vielleicht jetzt. Real Madrid macht den Treffer. Ball geht präzise ins kurze Eck. Genau da sollte er hin. Und dann bist du natürlich machtlos. Auch wenn es natürlich die Torwart-Ecke ist. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges Match. Und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. Das Spiel ist gleich vorbei, aber sie bekommen noch die Chance. Damit könnten sie gewinnen. Einwurf jetzt. Aus dem Vorteil wurde nichts, also gibt es doch noch Freistoß. Jetzt wechseln sie hier aus. Die kurze Variante jetzt. Memphis. Guter Einsatz, das war wichtig. 4 Minuten bleiben hier noch. Jetzt der Angriff von Barca. Franck Yannick Kessier. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Der FC Barcelona spielt weiter nach vorne. Die Katalanen wollen hier noch den Siegtreffer erzielen. Unentschieden steht's nach der regulären Spielzeit. Und jetzt läuft die erste Hälfte der Verlängerung. Und da kommt er an den Ball. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Valverde. Schöner Pass von Benzema. Oh ja, da hat nicht viel gefehlt. Der Keeper ist da einen Tick schneller. Das war richtig gefährlich. Und Barca hier mit dem Ballgewinn. Ja, wird hier gut unterstützt. Valverde. Mondi. Verloren Mondi. Tchouaméni. Modric. Es gibt 1 Minute Nachspielzeit. Sieht nicht ungefährlich aus. Hoher Steilpass jetzt. Ja, gute Hereingabe. Was machen Sie daraus? Er passt auf und wirft sich in den Schuss. So, Schlusspfiff in Durchgang 1 dieser Verlängerung. Es steht hier also weiter unentschieden.
Und jetzt sind es noch 15 Minuten in dieser Verlängerung. Ballverlust Real Madrid. Braithwaite. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Nochmal der Angriff und es ist klar, die wollen hier mehr als dieses Remis. Jetzt Einwurf Barca. Und Real am Ball. Der Ball, das ist die Chance. Ein fantastischer Treffer. Da ist die Szene nochmal. Ja, da wird der Keeper aber mal komplett von seiner Abwehr im Stich gelassen. 2 gegen 1. Ja, muss sich für eine Seite entscheiden und dann fällt das Tor. Mit den Führung. 2 Minuten verbleiben auf der Uhr. Real Madrid drängt noch mal auf das späte Ausgleichstor. Das Ding mit der Parade, immer noch gefährlich. So, Gefahr ist erstmal bereinigt, ganz sicher geklärt. Damit war es das für heute. Der Sieg geht am Ende also an den FC Barcelona. Da sieht man wieder, was es ausmacht, wenn du den unbändigen Siegeswillen hast. Den haben sie und rausgekommen ist der späte Siegtreffer.